Action News. Justin Bieber und dieser Sessel. Sie alle sind Teil der RTL 2 Geschichte. Welche Rolle sie gespielt haben und noch einige weitere kuriose Fakten erfahrt ihr in diesem Video. In diesem Sinne, Trashy Birthday RTL 2. Beginnen wir aber ganz von vorne. 6. März 1993, genau 6.09 Uhr. RTL 2 geht mit dem Spielfilm Ein reizender Fratz auf Sendung. 5 Monate später als ursprünglich geplant. Eigentlich war der Sendestart auf den 26. November 1992 gesetzt worden, da ging aber RTL 2 nie auf Sendung. Denn die Hessische Landesanstalt für Rundfunk hatte Bedenken an der Gesellschafterstruktur innerhalb des Senders. Deswegen wurde auch nie eine Sendelizenz erteilt. Zumindest nicht so lange, bis eben genau diese Probleme behoben worden sind. Und das hat einige Monate gedauert. Was die angestellten Mitarbeiter in dieser Zeit gemacht haben, fragt ihr euch? Naja, der Sendestart und das geplante Programm wurde in unzähligen Probedurchläufen durchgespielt, damit, Zitat, die Mitarbeiter nicht abschlaffen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten läuft RTL 2 jetzt aber seit über 30 Jahren ohne Probleme. Zeit also, mit einem weit verbreiteten Mythos aufzuräumen. RTL 2 gehört nicht zur RTL Group. Ja, richtig gehört. RTL 2 ist also quasi eine Art unabhängiger Sender, denn er gehört weder zur RTL Group, noch zur ProSiebenSat.1 Media SE, noch zu Warner Bros. Discovery, den drei großen Playern im deutschen Fernsehmarkt. RTL 2 ist quasi ein Gesellschaftersender. Bedeutet, mehrere Gesellschafter bzw. Konzerne haben Anteile an dem Sender. Davon gehört auch ein Teil RTL, aber tatsächlich nur 35,9%. Die restlichen Anteile teilen sich dann auf den Heinrich Bauer Verlag, die Tele München Fernseh GmbH und Medienbeteiligung KG bzw. 1,1% die Burda Mediengruppe. Dadurch ist es auch möglich, dass RTL 2 gegen RTL klagen kann. Und das macht der Sender auch, seit mehr als 15 Jahren. Und das kam so. 2007 hatte das Bundeskartellamt gegen RTL und ProSieben ermittelt. Der Vorwurf? Beide hatten Mediaagenturen erhebliche Rabatte gegeben, wenn sie den größten Teil ihres Werbebudgets beim jeweiligen Senderverband platzieren. Dadurch hatten es die kleinen Sender natürlich deutlich schwerer, überhaupt einen Anteil am Werbekuchen zu ergattern. RTL und ProSieben mussten deswegen ein Bußgeld von insgesamt 216 Millionen Euro zahlen. Und nachdem das bekannt geworden ist, haben sich einige kleine Sender gedacht, komm, lass doch auch nochmal eigene Schadensersatzansprüche stellen. Unter anderem hat das auch RTL 2 gemacht. 2018, also knapp 11 Jahre später, stand dann das Ergebnis endlich fest und das hieß, dass RTL 2 nicht davon betroffen ist. Damit hat sich der Sender aber nicht zufrieden gegeben, hat einen Befangenheitsantrag gegen den Gutachter gestellt, der 2 Jahre später, 2020, verstorben ist, ohne dass ihn das Gericht zuvor befragt hat. Und das ist auch immer noch der aktuelle Stand. Wie es jetzt weitergeht, machen wir lieber weiter mit Fakt Nummer 4. RTL 2 ist definitiv bekannt für Trash- und Reality-Formate. Und nein, ich spreche da jetzt nicht nur von Berlin Tag und Nacht und Köln 50667, sondern von so ziemlich jeder Sendung, die bis heute bei dem Sender ausgestrahlt worden ist, abgesehen von Spielfilmen und Blockbustern. Und das war auch schon tatsächlich immer der Plan. Anfang diesen Monats veröffentlichte dwdl.de ein Interview mit Andreas Bartel, dem aktuellen Geschäftsführer von RTL 2. Dort wurde er unter anderem gefragt, was denn der seiner Meinung nach größte Fehler gewesen ist, den er in seiner bisherigen Karriere als Senderchef gemacht hat. Und seine Antwort war darauf, dass er mal versucht hat, RTL 2 breiter aufzustellen mit fiktionalen Eigenproduktionen, hatte das Ganze aber letztendlich abgebrochen, weil er festgestellt hatte, dass RTL 2 schon seit jeher fest auf dem Boden von Reality- und Trash-Formaten gelegt war. Apropos Trash und Reality, die RTL 2 Nachrichten sehen ja jetzt vergleichsweise zu normalen Programmen, was der Sender sonst ausstrahlt, relativ professionell aus. Das war aber tatsächlich nicht immer so. In den 90ern hießen die RTL 2 News tatsächlich noch Action News und das sah wie folgt aus. In wenigen Minuten Action News bei RTL 2 mit folgenden Themen. Aufatmen in Deutschland, Angst in Holland. Die Flutwelle ebbt im Bundesgebiet ab und erreicht jetzt unsere niederländischen Nachbarn.
Kein Ende im Geiseldrama von Moskau. Die Kidnapper halten trotz einer Lösegeldübergabe immer noch Geiseln in ihrer Gewalt. Und Weihnachten in Lappland mit Santa Claus im Rentierschlitten durch seine verschneite Heimat. Das Neueste aus aller Welt gleich aus diesem Studio. Damals wollte man tatsächlich noch der 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau Konkurrenz machen. Das lief aber überhaupt nicht gut und deswegen ist die Sendung letztlich in den Vorabend gewandert, bis sie dann 1996 durch die bis heute existierenden RTL 2 News ersetzt worden ist. Fernab von Trash und Reality gibt es aber tatsächlich auch Dinge, mit denen man bei RTL 2 garantiert nicht gerechnet hat. RTL 2 produzierte in den Anfängen des Senders tatsächlich noch eigene Filme für die Primetime. Einer davon kam von Nico Hofmann, Götz George und Caroline Eichhorn und hörte auf den Namen Der Sandmann. Der Thriller handelt von einer Fernsehredakteurin, die für eine Sendung über einen Krimi-Autor recherchiert und dann den Verdacht schöpft, dass er manche Morde vielleicht sogar selbst begangen hat. Für den Film gab es letztlich tatsächlich sogar einen der renommierten Grimme-Preise. Und das sollte nicht der einzige Preis sein, den RTL 2 bekommt. 1997 startete der Sender die Musikevent-Reihe The Dome. In der Sampler-Show sind viele nationale und internationale Popstars aufgetreten und die Aufzeichnung wurde immer einige Tage später dann im Fernsehen ausgestrahlt. In der Kategorie Medienpartner des Jahres erhielt der Sender dann 2009 sogar den Echo. Justin Bieber war übrigens 2010 auch Teil dieser Show und feierte dort sogar seinen 16. Geburtstag. RTL 2 hat mittlerweile relativ stark sinkende Quoten im Linearen, online sieht es dagegen umso besser aus für den Sender. Und dorthin wollte man im Jahr 2016 tatsächlich sogar expandieren, mit RTL 2 U, einem 24/7 laufenden linearen Online-Angebot. Nachdem das Ganze aber ein riesiger Flop geworden ist, hat man die einstigen großen Pläne, die man hatte, wieder zusammengeschrumpft und 2017, ein Jahr später, das ganze Projekt auch wieder abgebrochen. Ihr seht, in 30 Jahren RTL 2 hat der Sender schon so einiges ausprobiert. Und oh, was ist denn das? Ist das etwa der legendäre RTL 2-Sessel? Was das schwedische Möbelhaus kann, können wir schon lange, hat man sich wahrscheinlich 2010 bei RTL 2 gedacht. Und kein Scherz, eine 30-teilige Möbelkollektion rausgebracht. Mit der wurde dann unter anderem auch das Big Brother Haus ausgestattet. Marketing und so. Der Sender hatte es letztlich aber so weit getrieben, dass er einen Bericht der RTL 2 News über eine Einrichtungsmesse hauptsächlich für die Vorstellung der eigenen Möbel genutzt hat. Dafür hat es dann von den Medienwächtern im Nachhinein eine Rüge für verbotene Schleichwerbung gegeben. Im Übrigen hatte der Sender 2005 auch schon mal die Idee, Häuser zu verkaufen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Vielleicht schaue ich mir mal dieses Video dazu an. Allgemein ist RTL 2 schon eigentlich seit jeher ein Trendsetter gewesen. Animes gab es hier zum ersten Mal zu sehen. Heute sind die hauptsächlich bei ProSieben Max beheimatet. Schon vor DSDS produzierte der Sender die Musikshow Popstars. Sitcoms und Bollywood-Filme wurden hier zum allerersten Mal gezeigt. Und vielleicht schafft es der Sender ja auch in den nächsten 30 Jahren den ein oder anderen Hit zu landen. Darauf Stößchen. In diesem Sinne, Trashy Birthday RTL 2. Scheiße. Was ist das denn für ein Kack?